Nach langer Corona-Pause ging es in dem Frankenberger Stadtteil Geismar doch ein bisschen vorwärts. Es wurde der Ehrenkönig, die Ehrenkönigin ausgeschossen und zudem wurde dem Ortsteil die Freiherr von Stein-Urkunde verliehen und dem TSV Geismar die silberne Plakette des Landes Hessen für 100 Jahre. Alles in allem ein rundes Wochenende für Geismar. Wir sind dran, ja. Wir nähern uns dem Eichhörnchen. Das hat ja gar nicht damit gerechnet. Ja, ist doch schön. Ach du Scheiße. Ja, die schicke als Vorsitzender und Schützenkönig hier in Geismar, dem Stadtteil von Frankenberg, Jörg Köbernick. Schönen guten Tag. Hallo. Ja, 211 Schüsse und dann eine Ehrenkönigin, die Sandra Kemper. Erfolg. Ja, Erfolg für heute, Erfolg für den Tag. Das war ein Start, so wie wir uns den nach Corona gewünscht haben. Klein, ein kleinerer Rahmen als sonst für unsere Veranstaltung, aber gelungen und genauso wie wir uns das vorgestellt haben. Es gibt natürlich hier, es ist wirklich ein kleiner Rahmen, es ist ein familiäres Fest, das kann man so sagen. Es sind befreundete Schützenvereine mit Abordnungen hier. Genau. Aber es gibt auch noch gleich einen offiziellen Teil. Richtig. Die Freiherr von Stein-Plakette für den Sportverein. Nein, für den Ort Geismar. Ah, für den Ort Geismar, ja. Und für den Sportverein gibt es die Ehrenmedaille des Landkreises Waldeck-Frankenberg. Nein, des Landes Hessen, unterschrieben vom Ministerpräsidenten. Präsident Bouffier, habe okay, ich gerade gesehen. Gut, dann waren wir beide jetzt falsch unterrichtet. Ja, trotzdem, das ist natürlich doch nach Corona schon ein schöner Anfang. Ne? Ganz toll und deswegen haben wir uns vom Verein auch dazu entschlossen, dieses Jahr noch nicht den Schützenkönig auszuschießen, weil doch offen ist, wie sich das Jahr entwickeln wird, findet ein Bezirksfest statt, ein Ball statt und deswegen haben wir gesagt, wir haben den Ehrenkönig, der alle 5 Jahre ausgeschossen wird. Ehrenkönigin, so viel Zeit muss sein. Ehrenkönigin, natürlich, in den Zeiten sagt man das natürlich auch gerne. Wir freuen uns, dass 10 Leute auf den Ehrenkönig, auf den Ehrenkönigin mitgeschossen haben. Und deswegen war das für uns heute ein wirklich gelungener Rahmen. Und wir freuen uns, wenn wir nächstes Jahr das wieder im gewohnten Umfeld mit Schützenkönigsschießen stattfinden lassen können. Und noch mehr freuen wir uns, wenn wir dann in 2024 unser 100-jähriges Bestehen feiern können. Moment, ein bisschen um Aufmerksamkeit bitten. Grüße Sie, grüße euch alle recht herzlich heute zur Feierstunde 825 Jahre Geismar und 100 Jahre TSV Geismar. Und es wird jetzt zu Beginn der Posaunenchor 2 Stücke spielen. Und damit würden wir jetzt starten.
das? Ja. Dann fange ich nochmal von vorne an, weil ihr sollt ja schließlich auch alles hören. Dann, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Regierungspräsident Marc Weinmeister, sehr geehrter Herr Erster Kreisbeigeordneter Karl Friedrich Frese, Herr Stadtrat Willi Naumann, liebe Gäste, sehr geehrte Geismarer. Ich freue mich sehr, Sie heute hier in Geismar begrüßen zu dürfen. Wir feiern heute im kleinen Rahmen 825 Jahre Geismar und 100 Jahre TSV Geismar. Leider war es uns im letzten Jahr nicht möglich, wie geplant, eine größere Feier oder ein Festwochenende auszurichten. Wir hatten gemeinsam mit den Geismarer Vereinen ein Dorffest geplant, welches am Dorfmittelpunkt stattfinden sollte. Aber Corona hat eine Planung und auch die Durchführung leider unmöglich gemacht. Auch die Feier zum 100-jährigen Jubiläum des Turn- und Sportvereins Geismar konnte nicht wie geplant im Sommer 2020 stattfinden. Dazu wird der Vorsitzende des Sportvereins Rainer Kant gleich noch näher eingehen. Daher bin ich als Ortsvorsteher sehr froh, dass wir hier heute im Rahmen des Ehrenschützenkönigs schießen, der Schützenverein Geismar eine kleine Feierstunde durchführen können. Mein herzlichen Dank an den Schützenverein für die Bewirtung und für die Organisation. Lieber Jörg, herzlichen Dank dafür. Im Jahr 1196, als Geismaria erstmals urkundlich erwähnt, ist unser Heimatort Geismar nun schon 825 Jahre oder eigentlich 826 Jahre alt. Die Älteren unter uns können sich sicherlich noch sehr gut an die große 800-Jahr-Feier im Jahr 1996 erinnern. Damals wurde in Geismar eine ganze Woche groß gefeiert und der krönende Abschluss war der stehende Festzug am Festsonntag. Zur 800-Jahr-Feier wurde damals eine Chronik. Hab's auch dabei. Eine Chronik vom Festausschuss mit Unterstützung weiterer Personen und dem Stadtarchivar Herr Horst Hecker erstellt. Ich denke, wenn ich hier heute so in die Runde schaue, sind doch sehr viele junge Gesichter, die diese Chronik eventuell heute zum ersten Mal sehen. Das ist nicht schlimm, das liegt an der Natur der Sache. Aber bei mir und meiner Generation ist schon sehr häufig festzustellen, dass wir auch gerade Ältere fragen, wie war das denn damals oder was war denn damals genau? Und wir haben mit unserer Chronik ein tolles Nachschlagewerk, welches sehr viele interessante Geschichten über unseren Ort dokumentiert. Damals wurde der Titel gewählt Geschichte, Geschichten und Bilder aus den vergangenen Jahrhunderten. Geismar hat heute 934 Einwohner. Anfang der 2000er Jahre hatten wir schon mal 100 Einwohner mehr. 1901 allerdings nur 625 und wir sind heute wieder auf dem Stand der 1970er Jahre. Die Hälfte unserer Einwohner ist zwischen 26 und 66 Jahren alt und 170 Einwohner sind derzeit sogar unter 18. Wir haben für einen Ort unserer Größe eine gute Infrastruktur. Dazu zählen ein Hausarzt, eine medizinische Fußpflege und drei Praxen für Ergotherapie, Physiotherapie und Kindertherapie. Ein Kindergarten mit drei Gruppen und einer Grundschule im Ort zu haben, ist ein Privileg für uns und unsere Kinder. Auch kulinarisch haben wir etwas für unsere Gäste und Bewohner zu bieten. Eine Gaststätte mit Dorfgemeinschaftshaus, eine Pizzeria und eine Bäckereifiliale. Weiterhin haben wir einen großen Reifeisenmarkt für Haus-, Garten- und Tierbedarf. Wir sind stolz darauf, seit über 50 Jahren eine eigene Diskothek im Ort zu haben, die über den Landkreis hinaus bekannt ist. Insgesamt 26 Gewerbebetriebe und 11 aktive Vereine erfüllen Geismar stetig mit frischem Wind und viel Leben. Aber auch an uns geht der Wandel der Zeit nicht vorbei. Und so hat vor 6 Jahren der Edeka-Markt aus familiären Gründen geschlossen und Anfang 2020 wurde die Filiale der Raiffeisenbank aufgegeben. Wir haben zwar die Geldautomaten und das Babygerät behalten, aber eine Geschäftsstelle mit Bankmitarbeitern gibt es leider nicht mehr. Allerdings hat der Uwe Schmitz, der in Geismar schon eine Physiotherapiepraxis betreibt, den ehemaligen Edeka-Markt und auch die Räume der Bankfiliale angemietet und umgebaut. Dort betreibt er jetzt eine Ergotherapie und eine Kindertherapiepraxis. Aber auch in den letzten 25 Jahren hat sich in Geismar sehr viel getan. Besonders prägend waren die Jahre von 2011 bis 2019, in denen wir in dem Dorferneuerungsprogramm waren. Bei der Erstellung des Dorfentwicklungskonzeptes für die Dorferneuerung haben wir damals folgenden Leitsatz gewählt.
Gemeinschaft stärken, Strukturen erhalten und Zukunft sichern. Es hat sich da damals eine größere Gruppe aus Mitgliedern des Ortsbeirates, der Vereinsvorstände und zahlreicher Personen aus der Dorfbevölkerung auf den Weg gemacht und Projekte erarbeitet. Wir konnten somit die Umgestaltung des Außenbereiches des Dorfgemeinschaftshauses und die Aufwertung des Bereiches um den Kindergarten wesentlich attraktiver gestalten. Die Kindergartenkinder bekamen dadurch die Möglichkeit, mit den Kindern der Grundschule gemeinsam den Außenbereich zu nutzen. Die Gaststätte konnte ebenfalls der Außenbereich aufgewertet werden und dort hat die Pächterin einen Biergarten eingerichtet, der im Sommer sehr gerne von Gästen und Einheimischen genutzt wird. Eine neue Verkaufshütte wurde erbaut. Diese kann bei Veranstaltungen als weitere Fläche im Außenbereich genutzt werden. Die Landjugend hat diese dann bei einer 48-Stunden-Aktion in 2019 ausgebaut und aufgewertet und nutzt diese ebenfalls regelmäßig. Als zweites großes Projekt für den öffentlichen Bereich wurde der Kirch- und Kulturplatz errichtet. Dieser neue Platz um die Kirche wurde komplett umgestaltet und auch der Spielplatz wurde dorthin verlegt. So wird der Platz täglich von Kindern und Familien genutzt. Das Weinfestteam nutzt den neuen Platz für die Weinwanderung und der Heimat- und Kulturverein für den Pizzaabend. Als Ortsvorsteher bin ich besonders stolz auf unsere 11 aktiven Vereine im Ort, die in Geismar für jeden und für jeden etwas anbieten. Nach der Corona-Pause sind alle Vereine in diesem Jahr wieder in das Vereinsprogramm gestartet. Und ich hoffe, dass wir in 2023 wieder ein normales Vereinsjahr leben dürfen. Ich danke schon mal für eure Aufmerksamkeit und würde dann jetzt den Herrn Weinmeister nach vorne bitten und ihm das Wort übergeben. Grüßung hier in Geismar, Herr Erster Kreisbeigeordneter, Herr Erster Stadtrat, meine sehr verehrten Damen und Herren. 825 Jahre Geismar, stopp. 826 Jahre Geismar, müssen wir sagen, denn das Jubiläum war letztes Jahr und leider ist es wegen der Pandemie ausgefallen. Als Regierungspräsident hier in Nord- und Osthessen freue ich mich besonders, dass wir unsere Traditionen in den Dörfern vor allen Dingen aufrechterhalten. Deswegen aufrechterhalten, weil wir eigentlich vom Grundprinzip her eine vollkommen ländliche Gegend sind. Der nord- und osthessische Bereich ist kein Ballungsraum, ist keine Verdichtung von Menschen, sondern hier leben Menschen in ihren Städten und in ihren Dörfern, vor allen Dingen in ihren Dörfern. Und da ist Geismar schon, wenn ich mir den Durchschnitt anschaue, eines von den größeren Dörfern. Ich will es jetzt nicht mit Dörnholzhausen vergleichen, das gebe ich zu. Ja? Das ist ja schon der Faktor 12, der da stattfindet. Ja? Aber es macht natürlich deutlich, und das macht für mich es aus, wer auf dem Dorf lebt, darf kein Feigling sein. Ich komme selber vom Dorf und stehe dazu, ich weiß von meinem Nachbarn alles. Ich weiß, wie es im Beruf läuft. Ich weiß, ob die Frau schon mal weg war. Ich weiß, ob die Kinder gut geraten sind. Und das Schlimme ist, ich muss zusehen oder ich muss eingestehen, er weiß das von mir auch. Und das muss ich am Ende, das macht Dorf aus. Und am Ende bedeutet es auch, dass man im entscheidenden Moment als Gemeinschaft zusammensteht. Und es ist so typisch, was ich hier sehe. Da ist die junge Dame gerade eben Ehrenschützenkönigin geworden. Und dann sitzt sie natürlich direkt bei den Bläsern und bläst mit. Und ich wette, einer von den Kuchen ist auch noch von Ihnen. So, und das ist typisch. Das ist typisch für Dorf. Das bedeutet, jeder bringt sich ein. Da ist niemand ganz oben, sondern alle versuchen zusammenzuhalten. Wenn man sich das anschaut, 1196 die erste urkundliche Erwähnung, damals noch nicht hessisch, sondern Konrad von Mainz, der damalige Bischof vom Bistum Mainz, hat hier eine Urkunde verfasst. Wenn man sich mal reinschaut in die Urkunde, ist es eigentlich etwas, was man gar nicht so sehr gerne mag. Denn daran wurde festgehalten, dass der Zehnt, der dem Pfarrer in Geismar zustand, ein Herr Dittmar war das damals, dass dieser Zehnt
an das Kloster nach Haina gegeben wurde. Es ging an den kleinen Zins. Karl Friedrich, heute nennt man das kommunalen Finanzausgleich. Ja? Die Stärkeren helfen den Schwächeren. So. Aber das macht deutlich, dass wir natürlich insgesamt hier bei uns nur die Entwicklung vorantreiben können, wenn wir in unseren jeweiligen Dörfern und Städten zusammenhalten. Und wenn bei keine 1000 Einwohner, ist richtig verstanden, 934, das klappt. Gerade so ein Fest ist ja auch immer eine gute Sache, wo man mal drüber nachdenken kann, auch die bevölkerungsdemografische Entwicklung voranzubringen. Ich sag's mal so. Ja? Aber das Entscheidende ist, dass man sich die eigene Tradition und Kultur erhält. 11 Vereine bei 1000 Leuten ist schon eine Herausforderung. Bedeutet natürlich, am Ende ist jeder bei 3, 4, 5, 6, 7. Es wird auch Leute geben, die sind in allen 11 Vereinen. Da bin ich mir relativ sicher. Aber dieses Zusammenleben, das hilft. Und ich bin heute hier wegen der Freier vom Stein Medaille. Was ist der Hintergrund? Wir verleihen die als Land Hessen an unsere Kommunen, weil das Besondere war, bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts gab es keinen Ortsvorsteher, schon gar keinen gewählten, gab auch keinen Bürgermeister, sondern es gab entweder einen Schultheiß oder einen Vogt, der vom jeweiligen Landesherren eingesetzt worden ist. Und der hat bestimmt, was in diesem Dorf hier passiert. Und ob die Bürgerinnen und Bürger, meistens waren das Bauern, die hier gelebt haben, das wollten oder nicht, war relativ egal. Es wurde gemacht. Das hat sich Anfang des 19. Jahrhunderts verändert. Freiherr vom Stein hat gesagt, lass die Leute sich doch selbst verwalten. Wir müssen nicht alles von oben vorgeben als Staat, sondern wir wollen die kommunale Selbstverwaltung. In den Städten gab es das schon. Die waren da ziemlich weit voran, schon seit dem Mittelalter, aber in den Dörfern nicht. Und darum ist es so wichtig, dass wir gesagt haben damals, wir legen das in die Hände der Bürgerinnen und Bürger selbst. Die wählen sich ihren Bürgermeister, später ihre Bürgermeisterin und die entscheiden auch selbst. Und das ist heute so mit der Stadtverordnetenversammlung in Frankenberg, das ist aber auch so mit dem Ortsbeirat in Geismar. Und das ist das Wichtige, dass diejenigen, die in einem Ort leben, auch selbst darüber entscheiden, wie der gestaltet werden soll, wie es hier weitergehen soll, wo die Schwerpunkte sind. Und ich glaube, so wie ich es verstanden habe, da Sie ja im Dorferneuerungsprogramm waren, sind ja auch viele Bürgerinnen und Bürger da in dem Prozess immer wieder gefragt worden, wie wollt ihr es eigentlich? Was ist eure Idee von Geismar 2050? Wo können wir hinkommen? Und das ist das Entscheidende, glaube ich auch, dass wir unsere Entwicklung selbst in die Hände nehmen. Und deswegen gibt es als Anerkennung dafür immer wieder die Freier vom Stein Medaille. Diese Freier vom Stein Medaille wird allerdings nur einmal verliehen. Für die jeweilige Stadt oder für die Ortsteile, in diesem Fall die Stadtteile. Und das war 1973, hat die Stadt Frankenberg diese Freier vom Stein Medaille schon bekommen. Und jetzt will man aber trotzdem das aufrechterhalten, den Gedanken. Deswegen gibt es zur Erinnerung bzw. auch zur Auffrischung dieses kommunalen Selbstverwaltungsgedanken die Freier vom Stein Urkunde, die dann die Ortsteile und Stadtteile und die Kernstadt jeweils dann zu ihren Jubiläen bekommen. Und deswegen darf ich heute die herzlichen Grüße vom Innen- und Kommunalminister Peter Beuth bestellen, der mich gebeten hat, heute hierher nach Geismar zu kommen, was ich gerne gemacht habe. Und ich habe jetzt gesehen, ihr habt ja die Sportgemeinschaft mit Ellershausen, deswegen auch herzlichen Glückwunsch erstmal an den TSV. Für 102 Jahre sind es ja jetzt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ich war nämlich vor zwei Jahren in Ellershausen, habe dort einen Bescheid hingebracht, starkes Dorf, zur Erweiterung oder Umbau des Häuschens bzw. mit der Gastronomie, die dort angebaut werden sollte. Und damals habe ich einiges erfahren über die gemeinsame Spielgemeinschaft und wie es dort läuft. Deswegen auch dem Sportverein ein herzliches Dankeschön.
Und jetzt darf ich dem Ortsvorsteher, eigentlich ist das ja gemein, ich darf es nicht dem Ortsvorsteher geben. Herr Naumann, kommen Sie mal zu mir. Das ist das Schlimme, ihr habt einen Fehler gemacht. Ihr seid nicht selbstständig geblieben, ihr habt euch in Frankenberg eingemeinden lassen. Ja? Das ist dann immer, die Sünden der Vergangenheit holen einen immer ein. Deswegen bekommt eigentlich die Stadt Frankenberg diese Urkunde für den Stadtteil Geismar. Deswegen gebe ich das jetzt dem Willi Naumann und der behält das eine Sekunde in der Hand und gibt es dann weiter. Dann haben wir alles eingehalten und haben das ordentlich übergeben. Im Namen der hessischen Landesregierung verleihe ich der Philipp Soldan Stadt Frankenberg, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Regierungsbezirk Kassel, aus Anlass des 825. Jubiläums der erstmaligen urkundlichen Erwähnung des Stadtteils Geismar, die Freier vom Stein Ehrenurkunde. Die Freier vom Stein Plakette wurde der Stadt Frankenberg bereits am 9. Juni 1973 verliehen. Die hessische Landesregierung würdigt durch die Verleihung dieser Ehrenurkunde die von den Einwohnerinnen und Einwohnern zum Wohl des Gemeinwesens geleistete Arbeit mit den besten Wünschen für eine friedliche Zukunft. Wiesbaden, den 28. Mai 2022, der hessische Minister des Innern und für Sport, Peter Beuth. Herzlichen Glückwunsch, alles Gute für Geismar. Zeit ist rum, ich gebe sie gerne weiter an euren Ortsvorsteher. Ich gewollt, ehrlich gesagt, ihr habt ihr euch verdient und ihr sollt ihr auch bekommen. Ich habe so viele Ehrenurkunden, aber die sind schon, glaube ich, aus der Schule noch. Das sind diese Sportler-Ehrenurkunde. Die hätte sowieso nicht dazu gepasst. Die ist viel zu alt dafür. Ne? Ja. Na gut, vielen Dank fürs Wort. Zunächst mal möchte ich alle begrüßen. Ich begrüße die Geismarer Bürgerinnen und Bürger. Ich begrüße alle Gäste. Ich begrüße natürlich ganz besonders den Regierungspräsidenten Herrn Marc Weinmeister und natürlich auch den Karl Friedrich Fräser als ersten Beigeordneten des Kreises Waldeck-Frankenberg. Ja, und ich sag mal, in allen Fällen, wenn ich hier nach Geismar komme, ist es immer so, dass es relativ kühl ist, komischerweise. Und heute ist es auch relativ kühl, es friert mich ein wenig, deswegen mache ich ziemlich schnell. Ja, ich hoffe, hat keiner was dagegen. Ja, der 28. Mai, zumindest in diesem Jahr, ist ein echter Feiertag. Geismar erhält die Freier von Stein Ehrenurkunde zum 825. Jubiläum. Und ich habe gehört, das ist ja nicht ganz korrekt. 826-jähriges Jubiläum. Der TSV Geismar, die silberne Ehrenplakette zum 100-jährigen Jubiläum, habe ich auch gerade gehört, ist nicht ganz korrekt. Ist das richtig? Gut, wir nehmen die 100 trotz allem. Und auch beim Geismarer Schützen wird heute eine neue Ehrenschützenkönigin gesucht und die wurde auch gefunden. Hiervon nochmal herzlichen Glückwunsch dazu. Im Namen des Magistrats überbringe ich die herzlichen Grüße und Glückwünsche zu diesen besonderen Anlässen. Während die Freier von Steinplakette hessischen Kommunen nur einmal verliehen werden kann, kann die Ehrenkunde, wie wir eben gelernt haben, jeden Stadtteil und so wie heute hier eben auch einzeln zu einem Jubiläum verliehen werden. Freier von Stein gilt ja als Vordenker, und das hat der Herr Weinmeister sehr gut ausgeführt, als der modernen kommunalen Selbstverwaltung. Und als Stadt haben wir ihm durchaus einiges zu verdanken. Auch ich stünde heute nicht hier ohne den Freiherr vom Stein. Zumindest nicht als Mitglied des Magistrats. Denn der Hessische Landtag wählte 1952 als die Kommunalverfassung ganz bewusst die Magistratsverfassung in der Tradition der Steinschen Städteordnung von 1808. Deswegen bin ich hier. Vor einigen Jahren gab es auch noch eine Jugendschutzkampagne mit dem Slogan, man sieht ihnen das Alter nicht an. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere von Ihnen daran. Die Kampagne warb damals dafür, um Verständnis für das Fragen nach zum Beispiel den Ausweis an der Kasse beim Kauf vom Alkohol. Und obwohl Geismar mit 825 Jahren zu den älteren Orten in Frankenberger Stadtgebiet gehört, finde ich, man sieht Geismar sein Alter nicht an. Der ganz frisch erreichte vierte Platz beim Wettbewerb Unser Dorf hat Zukunft, war ja eine große Nummer, hat man auch gerne zur Kenntnis genommen, war sehr eindrucksvoll. Und es ist sehr eindrucksvoll, dass es hier eine rege Dorfgemeinschaft gibt mit aktiven Vereinen, engagierten Menschen und immer wieder guten Ideen.
Auch 2020, die abgeschlossene Dorfentwicklung, hat hier eine Menge bewegt. Und ich bin sicher, dass Geismar auch in der aktuellen gesamtstädtischen Dorfentwicklung wieder einiges bewegen wird. Das Programm lebt ja von aktiven Beteiligungen in den Stadtteilen. Profitieren wird am Ende die gesamte Stadt, das ist nochmal wichtig hier festzuhalten, nicht nur der eine Ort, auch die Stadt freut sich über gelungene Ortsteile und schöne Ortsteile. Ein Verein ist heute natürlich noch besonders hervorzuheben. Das ist der TSV Geismar. Unter 2 Jahre sind eine beeindruckend lange Zeit und der Verein kann auf eine erfolgreiche Vereinsgeschichte zurückblicken. Wie viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene hat dieser Verein in diesen 100 Jahren schon für den Sport begeistert? All das wäre nicht denkbar gewesen ohne das Engagement von zahlreichen Ehrenamtlichen im Vorstand, im Trainingsbereich oder bei den Festen, so wie heute. Der TSV ist dadurch ein wichtiger Garant auch für die Dorfgemeinschaft. Herzlichen Dank für dieses Engagement und herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum. Ja, hör auf! Gut, der ist schau, ja, ja, genau. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Weinmeister, sehr geehrter Herr Frese, sehr geehrter Herr Naumann und Ortsvorsteher Stefan Scholl. Auch begrüßen möchte ich alle Schützen und anderen Gäste und die Vertreter der Vereine. Als allererstes meinen herzlichen Glückwunsch an Sandra zur Ehrenschützenkönigin und danke Herrn Naumann für die lobenden Worte. Am 1.3.2020 feierte der TSV Geismar unter Leitung des Vorsitzenden Jörg Battefeld mit einem Brühschoppen den Start ins Jubiläumsjahr. Mit einem Brühschoppen und dem offiziellen Teil wurde ausgelassen gefeiert. Dies sollte der Auftakt in ein Festjahr sein, an denen einige Veranstaltungen der einzelnen Sparten des TSVs über das ganze Jahr verteilt gefeiert werden sollten. Leider fanden diese Pläne durch die bekannte Pandemie ein jähes Ende. Deshalb freuen wir uns sehr, dass unser Jubiläum auch 2 Jahre später nicht in Vergessenheit geraten ist und wir mit dieser Ehrenmedaille geehrt werden. Hier auch nochmal ein Dank an den Schützenverein zu dieser Möglichkeit. Es heißt immer, Sport verbindet und das lebt der TSV Geismar seit 102 Jahren. Danke. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender Kann, lieber Marc Weinmeister, Willi Naumann, Herr Ortsvorsteher Scholl, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Geismarinnen und Geismarer, ich will mich auch zunächst ganz herzlich für die freundliche Einladung bedanken. Ich bin heute Nachmittag gerne nach Geismar gekommen, um bei Ihren verschiedenen Feierlichkeiten und Festen dabei zu sein. Und natürlich will ich auch als erstes der Sandra gratulieren. Sandra, hast du gut gemacht. Wenn meine Frau gewusst hätte, dass du heute die Ehrenkönigin wirst, dann wäre sie wahrscheinlich mitgekommen. Aber hätte es ja vorher mal einen heißen Tipp geben können. Gut, hat nicht funktioniert. Aber meine sehr verehrten Damen und Herren, zunächst will ich natürlich auch gratulieren, persönlich und im Namen des Landkreises Waldeck-Frankenberg zur Verleihung der Freiherr vom Stein-Urkunde an den Magistrat der Stadt Frankenberg für den Ortsteil Geismar. Das war eben, meine sehr verehrten Damen und Herren, doch ziemlich komisch, wie das mit der Urkunde ist und die Medaille hängt vermutlich bei Rüdiger Hess im Büro. Mein lieber Marc, man könnte das auch anders denken. Man könnte das ja so machen, immer wenn ein Ortsteil, ein Stadtteil die Urkunde bekommt, dann kriegt er mal die Medaille aus dem Rathaus und dann gibt es wie so einen Staffellauf. Beim nächsten Ortsteil wird es dann dahin gegeben, dann alle mal die Gelegenheit, die Medaille sich anzuschauen und mit Verlaub, dann wird sie auch regelmäßig mal entstaubt. Das ist ja auch ganz wichtig und dann lebt die kommunale Selbstverwaltung erst so richtig. Aber ich will mich heute insbesondere dem TSV zuwenden, lieber Herr Kann. 100 plus 2 Jahre TSV 1920 Geismar, das sind, Sie haben es eben in Ihrer Begrüßung angedeutet, auch mehr als 100 Jahre, in denen Sie sich eingebracht haben für die dörfliche Gemeinschaft, für den Sport. Wenn man zurückdenkt auf die Zeit der Gründung 1920, das war ja wenige Jahre nach dem Ersten Weltkrieg, das war ein Start, der hingelegt wurde, überall in der Gesellschaft, sich auch Richtung Sport ein wenig auszurichten.
Damals waren das meistens Männer, die die Vereine gegründet haben, und heute haben wir vielfältige Vereine in unseren Dörfern mit Männern und Frauen und Kindern und Jugendarbeit. Das Thema Migration wird gelebt und vieles, vieles mehr. Die Sportvereine sind wie alle anderen Vereine diejenigen, die dörfliche Gesellschaft, dörfliches Leben und Gemeinschaft sind, verkörpern und auch leben. Und das ist ganz wichtig, verehrter Herr Kann, meine sehr verehrten Damen und Herren. Natürlich guckt ein Sportverein immer auf Erfolge. Mal steigt man auf, dann läuft es auch mal weniger gut. Zurzeit haben die Vereine Land auf, Land ab damit zu tun, und das trifft auch die Sportvereine, dass wir weniger Nachwuchs haben, weniger aktive Sportlerinnen und Sportler. Das ist zum einen den Zeitgeist geschuldet, zum anderen aber auch ganz einfach den vielfältigen Angeboten in einer multikulturellen Gesellschaft, die wir auch hier im ländlichen Raum haben, wo gerade die jungen Menschen sich aussuchen können, was sie machen wollen. Und dann werden ja auch tatsächlich weniger Kinder geboren, als das in früheren Generationen der Fall gewesen ist, und deshalb gibt es einen regelrechten Wettbewerb um die jungen Menschen, und deshalb müssen wir uns alle Lösungen suchen, wie wir trotzdem auch mit weniger Menschen Sport treiben in den Dörfern. Marc Weinmeister hat ja vorhin einen Tipp gegeben, Herr Kann, wie es in ein paar Jahren besser aussehen kann beim Sport hier in Geismar. Mal sehen, was dabei rauskommt. Einer war schon tätig, habe ich gehört. Dann läuft es ja. Einer reicht noch nicht. Aber wir müssen ja, ich will, jetzt habe ich fast einen Faden verloren, aber ich habe von Nachwuchs geredet, aber ich will Ihnen auch zurufen, ich sehe im Landkreis Waldeck-Frankenberg überall in den Vereinen, gerade in den sporttreibenden Vereinen, auch neue Akzente, neue Ideen, wie man Sport gestalten kann, wie man andere Angebote macht, wie man auch ältere Menschen erreichen kann. Das sind Überlegungen, die will ich Ihnen auch mit auf den Weg geben. Wahrscheinlich sind die längst präsent bei so einem jungen Vorsitzenden, aber trotzdem kann man nicht oft genug darauf hinweisen, dass es auch immer neue Möglichkeiten gibt und neue Chancen. Und so ein Vereinsjubiläum, 100 plus 2 Jahre, das birgt auch immer die Chance für ein Stückchen Neuanfang, ein Stückchen Wiederbeginn, ein Stückchen neuen Blick auf die Dinge. Denn auch solche Jubiläen geben immer Gelegenheit, ein klein wenig innezuhalten. Ich wünsche Ihnen und Ihren Vereinsmitgliederinnen und Vereinsmitgliedern eine gute Zeit und ein glückliches Händchen. Ich bin mir relativ sicher, dass es Ihnen allen gemeinsam gelingen wird, den Sport in Ihrem Verein weiterzuentwickeln, nach vorne zu tragen und immer mit neuen Ideen auch die Menschen zu erreichen. Und eins kommt ja hinzu, das hat der Regierungspräsident gesagt, aber ich will es wiederholen, weil es so wichtig ist, die Vereine, das ist so ein bisschen das Salz in der Suppe der dörflichen Gemeinschaft, und sie zu beleben und ihnen zu helfen und sie zu unterstützen, das soll unser aller Aufgabe sein. Das sehe ich auch als meine Aufgabe als Kommunalpolitiker. Jetzt kommt die Urkunde und der Orden. Verleihungsurkunde. Aus Anlass des 100-jährigen Bestehens und in Anerkennung der Verdienste um den Sport in Hessen verleihe ich dem TSV 1920 Geismar e.V. die silberne Ehrenplakette. Wiesbaden im Jahr 2020. Volker Bouffier, hessischer Ministerpräsident, hat zwei Jahre bei uns im Kreishaus im Tresor gelegen. Die Plakette und die Urkunde dazu. Und lieber Marc, das ist eine ganz besondere Urkunde heute, denn das ist eine der letzten, die vom Herrn Ministerpräsidenten verliehen wird. Nächste Woche bekommen wir ja einen anderen. Herzlichen Glückwunsch, Herr Kann. So, das ist die schöne Medaille, die dazu gehört. Danke fürs Zuhören. Feiern Sie noch schön. Heute die ersten 50 Liter Freibier. Machen wir auch hier mit Schluss. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank nochmal an den Schützenverein für die Organisation. Jörg, gibst bitte an deine Vorstandskollegen weiter für die Organisation und für die Durchführung. Vielen herzlichen Dank. Und dann hören wir jetzt noch ein paar Stücke vom Posaunenchor. Dankeschön. Schönen Abend. Ja.
Ja, großer Tag für Geismar. Der Ortsvorsteher Stefan Scholl und Rainer Kann, der Vorsitzende vom TSV Geismar-Ellershausen, Spielgemeinschaft Ellershausen. Ich fange mit dem Ortsvorsteher an. Freiherr von Stein, Urkunde, muss man ja nun sagen. Nichtsdestotrotz macht es einen Ortsteil, macht es einen Ortsvorsteher, macht es die Bevölkerung stolz, wenn man sieht, dass mehrere Jahre Arbeit dann doch irgendwie anerkannt wird in Wiesbaden? Ja, das macht es auf jeden Fall. Wir haben auch ja lange überlegt in Geismar. Wir hatten ja 1996 große 800-Jahr-Feier. Wir haben wirklich lange überlegt, ob wir auch jetzt wieder eine große Feier zusammenkriegen. Ging aber leider durch Corona-bedingt nicht. Wir hatten schon mit den Vereinen gesprochen und haben auch mit den Vereinen abgestimmt, dass ein Dorffest stattfinden sollte. Ging leider in 2021 nicht. Deswegen haben wir es ja jetzt auf eine kleine Feierstunde reduziert. Aber ich bin wirklich sehr stolz darauf. Und das war auch heute Abend ein schöner Anlass, ein feierlicher Anlass. Wir haben in Geismar die Vereine kurz angesprochen, ob sie heute Abend kommen. Und Sie haben es ja gesehen, waren wirklich viele da, Posaunenchor gespielt. Also das war eine schöne Sache heute Abend. Sie haben es eben angesprochen, Corona. Corona hat natürlich vieles liegen gelassen. Gerade bei uns auf den Dörfern, wo die Vereine auch Träger der ländlichen Kultur sind. Angefangen von den Sportvereinen, Feuerwehr, die Landjugend, Tanzgruppe, wie auch immer. Das fällt schwer, jetzt alles so ein bisschen nachzuholen. Ne? Ja, in Teilen schon. Also wir haben das auch gemerkt, wir erstellen in Geismar jedes Jahr einen Veranstaltungskalender. Dazu haben wir uns mit allen Vereinen im November, könnte auch Anfang Dezember gewesen sein, getroffen und haben den Kalender zusammengeschrieben. Da war natürlich jetzt Januar, Februar noch wenig möglich und derzeit erleben wir es, dass halt auch viele Sachen, auch gerade wie heute, sich dann ballen. Ja, das war ja der Schützenverein, wollte sein Ehrenkönigschießen ja eigentlich am 21. machen. Also das sollte letzte Woche Samstag stattfinden. Die haben es dann aus Familiengründen oder vereinsinternen Gründen um eine Woche verschoben und so konnten wir das heute Abend zusammenlegen. Aber wir haben schon gemerkt, dass das Thema Corona die Vereine doch ja, beschäftigt und auch ausgebremst hat. Aber ich bin die Dorfgemeinschaft? Die Dorfgemeinschaft auch in Teilen, aber ich glaube, wenn wir jetzt, das haben wir auch, glaube ich, jetzt gesehen an den Feiern, die wir jetzt hatten, wenn da was angeboten wird, sind die Leute aber auch wieder da. Und ich glaube, die Vereine haben in Geismar das große, große Glück, dass doch in den letzten Jahren viele junge Vereinsvorstände, ne, man sieht es auch am TSV, also ganz junge Leute jetzt ganz vorne aktiv. Also ich mache mir da keine Sorgen. Ich glaube, in Geismar geht das wirklich weiter, wie vorher auch. Das heißt, Geismar ist trotz des hohen Alters noch lange nicht am Ende. Nein. Und wird noch viel bieten für ja. Frankenberg, für die Bevölkerung, aber auch für die Besucher. Ja, das ist auch wirklich so. Also wir haben ja in Geismar ist auch erstmal der Zusammenhalt. Wir haben auch was einiges zu bieten. Die Gaststätte zum Beispiel. Wir haben eine Diskothek seit 50 Jahren. Deswegen kennt man Geismar. Wir haben eine Pizzeria im Ort. Also ich denke, in Geismar ist immer einiges los und auch viel gerade im Vereinswesen passiert. Ja, Rainer Kann, TSV, 100 Jahre, 102 korrekterweise. 102, ja. Was macht die Vereinsarbeit eigentlich in Zeiten von Corona so schwierig oder was hat sie so schwierig gemacht? Ja, die Vereinsarbeit hat das Schwierige gemacht, dass man die Leute einfach nicht mehr getroffen hat. Sonst konnte man immer noch auf die Ansprüche und auf die Forderungen der Leute ein bisschen eingehen. Das hat sich halt ein bisschen zurückentwickelt. Ich muss aber sehen, dass nach Corona es wirklich noch sehr gut wieder angenommen wurde. Also es ist alles sehr gut wieder angenommen, sei es Fußball, sei es Gymnastik, sei es Tischtennis, Zumba oder andere Sachen, die wir noch angeboten haben, Yoga. Ja, das ist alles sehr gut wieder angelaufen und deshalb bin ich sehr gut gestellt, dass wir das wie vorher mindestens hinkriegen, wenn nicht sogar noch besser. Eine Säule neben dem Spielbetrieb oder den Angeboten, die ein Sportverein bietet, ist natürlich die Jugendarbeit und die Kinderarbeit. Die hat in Corona schon sehr gelitten. Ja, die hat sehr gelitten, muss man schon sagen. Also für die Jugendlichen, ich möchte es mir selber nicht vorstellen, wenn ich da Tage zu Hause bleiben musste oder nicht zum Fußball gehen konnte beispielsweise. Aber man muss auch dazu sagen, unsere Jugendlichen sind weiter gut vertreten. Wir haben dieses Wochenende diese Woche mit zwei Jugenden Pokalsiege gefeiert. Und mit der Jugend sind wir sowieso mit mehreren Vereinen aufgestellt durch die JSG Altefeld. Und ich hoffe auch, dass es da wieder bergauf geht und die Jugendlichen mehr zum Fußball bzw. zum Sport finden. In den Sportvereinen ist bei uns in der Region oft Fußball das tragende Element, aber es kommen natürlich auch immer neue Sportarten dazu.
Ich war jetzt bei einer Veranstaltung, da ging es um jeden Fußball, also etwas so für mein Alter. Mein Alter. Ist der TSV da offen auch in der Zukunft für neue Sportelemente innerhalb seines Programms? Also ich sage es mal so, würden Leute auf uns zukommen, dass wir diese Sportarten anbieten sollen, dass wir eine Gruppe zusammenkriegen, wäre das natürlich möglich. Da sind wir überhaupt nicht verschlossen. Also beispielsweise die Yoga-Sparte haben wir letztes Jahr auch mit aufgenommen. Da sind wir komplett offen für Neues. Wenn da Interesse besteht, einfach an uns rantreten oder an mich rantreten. Und dann kann man sich was überlegen, ja. Ich bedanke mich bei Ihnen. Dürfen noch Männer mitmachen bei Yoga? Dürfen auch Männer mitmachen bei Yoga. Ja, ich mache da lieber diese Kampfsportarten wie Kihoto und Tofu Genau. Ja, Stefan Scholl, Rainer Kahn, vielen Dank. Dankeschön. Danke. Ja, Sandra Kemper, erstmal herzlichen Glückwunsch zur Ehrenkönigin. Vielen Dank. Natürlich eine besondere Ehre. Haben Sie eigentlich damit gerechnet? Ich hatte es gehofft, ja. Weil wenn man hier mitschießt, dann möchte man es auch gerne werden. Dann hat man ja auch schon einen Grund dahinter. Marc Weinmeister, der Regierungspräsident, hat Sie ja nun in seiner Rede erwähnt, weil Sie neben Ehrenkönigin auch noch im Posaunenchor spielen und vermutlich auch einen Kuchen gebacken haben. Ja, das stimmt. Ist das so, wenn man auf dem Dorf lebt, entweder ganz oder gar nicht? Ja, genau. Entweder ganz oder gar nicht. Wenn man in der Dorfgemeinschaft dazugehören will, dann ist es gut, wenn man in den Vereinen dabei ist. Da ist man nie allein und man hat immer Freunde um sich herum und egal, wo man hingeht, man ist zusammen da. Das macht die Dorfgemeinschaft aus und die Vereine fördern. Nun ist Ehrenkönigin ja etwas, das für längeren Zeitraum gilt, also nicht jedes Jahr. Und ist auch nicht ganz so teuer, ne, wie Schützenkönig oder Königin. Das ist richtig. Aber trotzdem repräsentiert man dann sein Dorf, seinen Verein, seine Dorfgemeinschaft. Ist auch ein bisschen Verantwortung. Schon, ja. Ist schon Verantwortung. Man sollte dann auch mitfahren, wenn der Verein was macht und sollte den Verein unterstützen. Dafür ist das Amt auch mit da. Und ich glaube, das mache ich gerne und da freue ich mich drauf. Sandra Kemper, Ehrenkönigin des Schützenvereins Geismar. Vielen Dank. Sehr gerne. Liebe Schützenschwestern, liebe Schützenbrüder, sehr geehrte Damen und Herren. Nach dem feierlichen Rahmen heute Abend haben wir auch noch eine Intronisierung vorzunehmen. Deswegen begrüße ich euch alle und Sie recht herzlich, vor allem die neue Ehrenkönigin und die neue Jugendkönigsfamilie recht herzlich. Einen Applaus bitte. Ich begrüße die amtierende Jugendkönigsfamilie aus dem Bogensport sowie unseren Ehrenvorsitzenden Karl-Heinz Schwen recht herzlich. In Vertretung für den Bürgermeister Rüdiger Hess wird der erste Stadtrat Willi Naumann heute Abend auch Grußworte überbringen. Herzlich willkommen. Weiterhin begrüße ich unseren Ortsvorsteher Stefan Scholl sowie die anwesenden Mitglieder des Ortsbeirats. Schön, dass ihr da seid. Der Bezirksvorstand unseres Schützenbezirks, vorneweg Monika Vöhl, war ebenfalls anwesend. Die Vereinskollegen sind zum Vogelschießen nach Ernsthausen. Die schießen ebenfalls ihren Kaiser heute aus. Sie hat die Grüße überreicht und lässt euch alle ebenfalls recht herzlich grüßen. Der Bezirksschützenkönig Frank Hofmeister aus Bomskirchen war ebenfalls heute Nachmittag unser Gast. Der hatte heute Abend ebenfalls noch eine Veranstaltung und überbringt ebenfalls Glückwünsche. Ganz besonders möchte ich den Posaunenchor Geismar begrüßen, der traditionell immer unsere Intronisierung mitgestaltet. Das finde ich wirklich toll. Ja, nach 2 Jahren Zwangspause aufgrund der Corona-Pandemie hat der Schützenverein Geismar etwas Normalität in das Vereinsleben gebracht.
Der Vorstand hat sich viele Gedanken gemacht und sich dazu entschlossen, dieses Jahr eine etwas kleinere Veranstaltung auszurichten, in einem etwas kleineren Rahmen, sodass wir dieses Jahr das Ehrenkönigsschießen in Verbindung mit dem Jugendkönigsschießen ausgerichtet hat. Und da haben wir uns dazu entschlossen, erst im nächsten Jahr wieder den Schützenkönig mit den Rittern auszuschießen. Wir wissen ja nicht, wie und in welcher Form andere Veranstaltungen wie zum Beispiel Schützenfeste, Königsschießen oder ähnliches dieses Jahr ausgeführt werden. Das Thema Vereinsleben wird seit Ausbruch der Pandemie nicht einfacher. 2 Jahre haben dafür gesorgt, dass die Menschen sich nach Hause zurückziehen mussten, teilweise unter starken Kontaktbeschränkungen. Ich denke, dass es schwierig wird und ist, die Leute wieder dafür zu begeistern, sich an sportlichen und geselligen Vereinsaktivitäten zu beteiligen. Wir wollen das Beste hoffen. Hiermit ist, glaube ich, ein guter Anfang gesetzt. Ich möchte das jetzt nochmal zum Anlass nehmen, um auf unser normales Königsschießen zurückzukommen. Es ist für unseren Verein die wichtigste Veranstaltung. Mit dem Schützenkönig oder der Schützenkönigin, dem gesamten Königspaar oder der Königsfamilie, repräsentieren wir unseren Verein bei sämtlichen Veranstaltungen im Schützenbezirk, im Ort oder wo auch immer. In einem Festzug nehmen wir teil. Ohne König oder Königin wäre das schlecht. Zuletzt hat leider etwas die Bereitschaft von Vereinsmitgliedern gefehlt, auf dieses Amt zu schießen. Wir haben uns vom Vorstand sehr viele Gedanken darüber gemacht, aber man muss einfach sagen, hier bei uns ist es so, es muss sich keiner Sorgen machen, dass er dieses Amt nicht richtig ausfüllen kann. Es hält sich finanziell im Rahmen und ist nicht vergleichbar mit Schützenköniginnen oder Schützenköniginnen aus dem Sauerland. Jeder kann für sich entscheiden, wie er das Vereinsleben auslebt. Und ja, es gibt Pflichtveranstaltungen. Aber auch über Termine können wir sprechen. Und sprechen ist wichtig, Kommunikation ist wichtig und dann funktioniert das auch. Es finden sich immer Lösungen und eins ist ja ganz klar, auf unseren Veranstaltungen haben wir immer Spaß, allemal. Jährlich einen Schützenkönig zu stellen und auch nicht unbedingt aus den Reihen des Vorstands. Wenn wir das nicht hinbekommen, fehlt die finanzielle und die sonstige Grundlage für den Fortbestand unseres Vereins. Dies ist die wichtigste Veranstaltung im Jahr, wo wir sämtliche Vereinsaktivitäten mitfinanzieren. Unter anderem auch unser Schützenhaus, wo hohe und nicht zu ändernde Fixkosten nun mal da sind, wie Versicherungen oder auch Beiträge für den Landessportbund. Und deswegen müssen wir alle zusammenhalten. Ich hoffe, dass es nächstes Jahr wieder traditionell in diesem Rahmen stattfinden kann und wir einfach für die Pandemie auf den Reset-Knopf drücken können. Abschließend möchte ich mich aber nochmal, und nicht nur ich, sondern auch der gesamte Vorstand unseres Vereins, bei allen Helferinnen und Helfern bedanken, die ihren Dienst heute machen, die uns unterstützen beim Auf- und beim Abbau, die Fahrzeuge oder Materialien oder Sonstiges zur Verfügung stellen. Das ist alles nicht selbstverständlich und das wissen wir. Danke jetzt schon mal für eure Aufmerksamkeit. Im Anschluss an meine Rede werden wir jetzt noch ein paar Grußworte hören und dann können wir auch mit dem offiziellen Rahmen starten. Vielen Dank. Dann bringen wir es hinter uns, meine Damen, meine Herren. Sehr geehrter Herr Köpernick, vielen Dank für Ihre Einladung, auch für den heutigen Abend. Ja, meine Damen und Herren und vor allen Dingen liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder, das muss ich als Grüner auch immer machen. Ich muss immer die Damen und die Herren auseinanderhalten und Hallo sagen, mache ich aber auch gerne in diesem Fall, weil wir haben ja heute sogar eine
Schützenkönigin oder eine Ehrenkönigin, was mich besonders freut. Ja, herzliche Grüße nochmal von Seiten des Magistrats der Stadt Frankenberg. Es gab ja heute schon mehrere feierliche Anlässe und hier in Geismar. Und wir haben in Pandemiezeiten gelernt, viele Dinge flexibel zu gestalten und zu handhaben. So ist es auch, habt ihr es auch heute gemacht, das traditionelle Königsschießen auf 23 verschoben. Und gerade Vereinsveranstaltungen und viele andere Events haben in den letzten 2 Jahren stark gelitten. Sie haben es gerade schon ausgeführt. Umso froher bin ich, dass heute hier im großen Stil dann doch, kann man sagen, gefeiert werden kann. Zur Intronisierung des neuen Ehrenschützenkönigs gratuliere ich ganz herzlich, und jetzt muss ich mich verbessern, zur Intronisierung der neuen Ehrenschützenkönigin. War schon wieder weg. Okay. Als Siegerin haben Sie heute eine ruhige Hand und ein gutes Auge bewiesen. Privilegien wie in früheren Jahrhunderten, wo beispielsweise die Schützenkönige oder der Schützenkönig Steuerfreiheit genoss, kann ich Ihnen heute leider nicht versprechen für diesen Sieg. Aber man könnte ja noch mal dran arbeiten bei Gelegenheit. Ja, okay. Der Schützenverein Geismar ist hier vor Ort eine wichtige Institution und Teil eines regen Vereinslebens, was wir vorhin auch schon gehört haben. 11 Vereine immerhin, und da gehört der Schützenverein mit Sicherheit dazu. Engagement und Aktivitäten tragen spürbar zu einer guten Dorfgemeinschaft bei. Der Ort an sich, die Gemeinschaft, das Zusammenleben sind Ihnen wichtig und das merkt man. Das hat man eben auch in der Rede nochmal gehört, dass der Herr Köpernick auch darauf hingewiesen hat, dass es wichtig ist, auch diese Veranstaltung weiterhin zu machen, um diesen Vereinen auch wirklich immer wieder zu helfen, finanziell als auch gesellschaftlich. Das ist ein ganz wichtiger Teil. Ob beim Wettbewerb Unser Dorf hat Zukunft oder bei der letzten und auch der aktuellen Dorfentwicklung, die Stimmung ist gut hier und viel Engagement ist hier immer auch vorhanden. Das ist sehr wichtig und sehr gut. Die Schützen, und das kenne ich auch aus anderen Bereichen, haben die Gemeinschaft schon immer sehr gepflegt und gelebt. Schon seit den mittelalterlichen Schützengilden ist das so gewesen. Bis ins 12. Jahrhundert lassen sie sich zurückverfolgen. Das ist ganz schön lange. Gerade in Zeiten, in denen jeder verstärkt an sich denkt und der Trend zum Individualismus geht, können wir von den Schützen lernen, die Gemeinschaft hochzuhalten, sie zu ehren und gegenseitig aufeinander zu achten. Denn Gründe für die Gemeinschaft einzustehen, gibt es genug. Ein Schütze ist heute nicht nur jemand oder eine Schützin, der schießen kann, sondern auch jemand, der Traditionen und Kultur gut schützt. Tun Sie das hier in Geismar auch weiterhin so tatkräftig wie bisher. Dem Ehrenschützenkönig und der Ehrenschützenkönigin, allen Anwesenden, dem Schützenverein, dem ganzen Dorf wünsche ich daher alles Gute. Dankeschön. Anders als sonst, um heute direkt nach dem Schießen die neuen Insignien zu verteilen. Um unsere neue Ehrenkönigin und die Jugendkönigsfamilie zu intronisieren. Bevor wir jedoch mit den Intronisierungsfeierlichkeiten starten, darf ich euch alle bitten, euch von den Plätzen zu erheben. Der Posaunenchor wird jetzt zur Nationalhymne anspielen. Bye.
Nein, du links. Herzlichen Glückwunsch, Damian. Zweiter Ritter wurde dann mit 150 Punkten Marvin Ludwig. Auch dir herzlichen Glückwunsch von allen Anwesenden. So, und neue Jugendkönigin im Bereich Bogen wurde dann Elin Kempel mit 170 Punkten. Auch dir herzlichen Glückwunsch von allen Anwesenden, Elin. Kurze Zeit später, gegen 15 Uhr, es rauscht immer noch, ging es dann um die Ehrenkönigswürde unseres Vereins. Der amtierende Ehrenkönig Kurt Kramer, der in 2009 ausgeschossen wurde, hat mit dem ersten Schuss auf dem Vogel den sportlichen Wettkampf eröffnet. 10 ehemalige Schützenkönige und Schützenköniginnen haben sich angemeldet, um die Ehrenkönigswürde unseres Vereins zu erkämpfen. Das nochmal als Hintergrund. Ehrenkönig kann nur werden, wer schon einmal Schützenkönig oder amtierender Schützenkönig des Vereins ist. Deswegen reden wir jetzt auch gar nicht lange über Ritter oder Sonstiges und kommen gleich zum Coup de Grâce. Zu Deutsch dem Gnadenschuss. Dem Sandra Kempel nach 211 Schuss pünktlich um 17 Uhr, weil wir wollten ja hier noch andere Termine wahrnehmen, abgegeben hat. Der Adler knickte ein und es gab kein Halten mehr. Sandra, herzlichen Glückwunsch für deine Ehrenkönigswürde für die nächsten 5 Jahre. Anders als beim Schützenkönig erhält die neue Ehrenkönigin bereits heute ihren Erinnerungsorden und kann in das Jahr der Regentschaft starten. Nun steht vor euch die neue Jugendkönigsfamilie nebst Ehrenkönigin. Bevor jedoch die Regentschaft beginnt, darf ich euch bitten, dem Schützenverein Geismar folgendes Versprechen abzugeben. Dazu wird der Posaunenchor jetzt nochmal anspielen. Liebe Sandra, liebe Jugendkönigsfamilie, seid ihr bereit und gewillt, das Schützenwesen zu fördern, die Kameradschaft zu pflegen, unseren Schützenverein würdig und ehrenvoll in jeder Hinsicht zu vertreten, alles Übel von ihm fernzuhalten und die äußeren Zeichen der Regentschaft in Ehren zu tragen? Ist dies euer aufrichtigster und ehrlicher Wille? Dann darf ich euch bitten, als Zeichen eurer Zustimmung die rechte Hand auf unsere Vereinsfahne zu legen und alle mit Ja zu antworten. Ja.